Macht natürlich Sinn. Ich muss da oben nach zum Sternchen und der rote muss halt hier nach unten. Ach so, okay, gut, dann ist es relativ simpel. Und dann hier hin. Weil der rote konnte sich ja nicht bewegen wegen den Türmen. Läuft. Kann man machen. Okay. Ich höre ein Schwein. Du Ferkel. Wo ist es? Da oben. Nein. So, genau. Die Steuerung nie lernen. So. Dann kommen wir jetzt hier durch, holen uns eine Erinnerung und mal schauen. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Und dann schließt sich die Schwester auch noch ein. Na, super. Aha, Königin, Schlechter, Dalan. Gute Idee. Verdammt gute Idee. Du brauchst nicht so zu lachen. Ich glaub dir jetzt eh nicht, dass du sie witzig findest. Ist aber okay. Oh Gott, aua, das tut weh. Das tut echt voll weh. Oh Gott. Der rutscht mir jetzt nicht hinterher? Ist ja nicht so ein Spielkind. Jin. Toll. Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Ja, super. Was soll ich denn mit einem Auge einer Königin? Ich hab doch keine Ahnung. Hallo? Natürlich, gepanzerte Kartenwache. Der nächste Gegner. Und jetzt drauf da. Aber mit unseren tollen Ausrüstungen ist das eigentlich schon alles weniger ein Problem. Also ist wirklich halt von hinten attackierbar. Deswegen ist er halt auch so gepanzert. Macht Sinn. So. Hält aber auch einiges aus, muss man ja doch sagen. Dafür, dass unsere Sachen hier schon einigermaßen ausgerüstet sind und so. Aufgewertet. Oh, komm. Oh, was willst du nur jetzt hier? Hast du kein Zuhause? Ah, ausweichen, ne? Will gelernt sein. So, der Teekessel kocht. Ich glaube nicht, dass ihm der... Die Granate an sich halt viel Schaden macht, aber halt auf jeden Fall, wenn wir auf den Rücken hauen, dann gibt's Schaden. Aber ordentlichen. So, was haben wir denn hier Feines noch so Schönes? Hier ist erstmal nicht so viel. Noch ein Schwein ist hier. Wo? Es ist irgendwo hier. Ich weiß nur nicht unbedingt wo. Meine Güte, sieht das hier verworren aus. Ein guter Gast bleibt nicht zu lange. Ein guter Gast bleibt gleich zu Hause. Mhm. Da ist es. Okay. Gut. Muss ich nur noch irgendwie dahin kommen. Nein, warum ist er denn nicht... Oh, muss das denn sein? So war das doch gar nicht gewollt. Also im Ernst. Aha. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Ich muss immer alles kompliziert machen, ne? Immer.
Und wieder hier, ne? Die Kamera ändert sich hier. Gottesdienst, schöne Musik, geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeitbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. Aha. Aha. Aber wenn... Dann ist sie ja gar nicht durch das Feuer umgekommen. Vielleicht dann halt nur durch eine Rauchvergiftung, das wäre im Bereich des Möglichen. Oder aber durch einen anderen Tod. Jedenfalls, ne, manchmal halt, wenn du aus so einem Loch rauskommst und, dann die Steuerung übernehmen willst, dann hat er noch quasi die Perspektivensteuerung der Figur übernommen von der Perspektive, als wir noch in dem Loch drin waren. Das ist schwierig zu erklären, aber es ist auch gleichzeitig ziemlich gewöhnungsbedürftig. Hallo Kartenjungs. Genau, holt mal die gepanzerte Karte da raus hier. Die ist der beste Freund von mir. So. Okay. Oh nö, jetzt kommt da auch noch so ein Fliegevieh an. Weg mit dir. Na komm, zeig dein nicht so hübsches Gesicht. Genau das meine ich. So. Und du da? Dich kriegen wir auch noch. Versuch. Ey, du müsstest mindestens gestunt sein. Mindestens. Okay. Ich würde sagen, der ist Geschichte. Aber wo muss ich jetzt lang? Da lang? Zu einem Hebel? Ah, okay. Hätte ich beinahe den Hasen runtergeschmissen. Das geht doch nicht. Ich will auch nur mal kuscheln hier. Hier mal weg. Hier mal dran ziehen oder dran drehen. Und dann auf zur großen bösen Tür. Die Katze ist wieder da. Für die königlichen Wachen dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Das klingt doch super. So, hier soll ein Gedönsdingens sein, genau. Perfekt. So, und jetzt? Das sieht scheiße aus. Okay. Okay, aber der Schlechter greift da nicht unbedingt mit ein. Das ist ganz okay. Okay, jetzt greift er ein. Nein, du sollst woanders hin ausweichen. Ist das denn so schwer? Ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich Schaden zufüge mit der Taktik, aber ich hoffe, er ist tot. Uah. Oh Gott. Ja, er ist wirklich tot, glaube ich. Oh Gott. Nein, dich habe ich gar nicht analysiert. Dich wollte ich eigentlich. Oh Gott. Ah, shit. Irgendwas habe ich da noch analysiert, was eigentlich gar nicht da ist. Das ist super. So, und wie komme ich jetzt hier weg? Hier nur so ein komischer Rundgang. Weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Wir haben da noch eine Karte, vielleicht sollte ich die töten. Ja, sieht gut aus. Das findest du aber nicht so nett. Ah! Okay. Im Reich des Schlechters, oder was?
Sieht auf jeden Fall alles noch mehr blutiger und tentakeliger aus als jemals zuvor. Und hier ist halt dieser Schlund, der alles zusammenreißt. Was hat das alles miteinander zu tun? Und wer ist eigentlich Paul? So viele Fragen, wie immer. Gut. Wieder zurück. Und dann einfach mal das Ding da kaputt schießen. Und schon kommen wir da durch. Yay! Weiß zwar nicht, wo ich bin, aber wir sind hier durchgekommen. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Oh, ich dachte schon, ich fall daneben. So, was haben wir denn jetzt hier Feines? Irgendwas haben wir hier gemacht. Dass wir da oben vielleicht durchschießen können oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Das sieht sogar sehr gut aus. Klappt. Perfekt. Fahr doch nicht gleich wieder runter, nur weil ich hierher komme. Hallo? Oh Gott, rote komische Wesen statt schwarze. Okay. Und also keine Kreatur eine Trauer mehr, sondern des Schmerzes? Oder wie ist das zu verstehen? Schwarz ist ja sonst so die Farbe der Trauer. Vielleicht deswegen halt die schwarzen Kreaturen immer. Rot steht entweder für Liebe oder für den Tod. Und somit halt auch für Schmerz und Leid. Ich weiß es nicht. Ist das die Symbolik dahinter? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche ja in sowas halt immer so ein bisschen so einen Sinn zu sehen. Manchmal klappt das, manchmal aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, aber hier ist auf jeden Fall eine Erinnerung. Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Welcher Wüstling? Wer ist dieser Wüstling? Hätte ich wahrscheinlich eine andere Erinnerung vorfinden sollen oder so. Okay, ich bin irgendwo rausgekommen. Ich habe keine Ahnung. Es ist so verwirrend da unten. Okay. So, an der Kette ziehe ich dran. Ich glaube, das war gar nicht mal so verkehrt. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo uns das Ganze denn hinbringen soll. Oh Gott, muss ich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen schnell sein? Nein! 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 Ich hätte es beinahe geschafft. Ah, nur beinahe. Immer diese kleinen Hickser. Super. So, geht doch. Gar kein Problem. Sag ich jetzt und weine später. So. Oh Gott. Eigentlich müsste ich da hinten rüber, um da hinten an eine Flasche ranzukommen. Dann müsste halt hier... Erstmal nach da rüber, dann da ein Häschen legen und dann da hinkommen und so weiter. Also hier müsste ich das theoretisch hinlegen. Da muss ich schon wieder einigermaßen schnell sein.
So. Oh, ich war auch nur dezent angespannt. Ganz dezent.